Guten Morgen auch in diese Kamera. Vielleicht sollte ich die erstmal formatieren, die Karte, aber mal schauen mal, ob es dann läuft. Wo ist nicht hier still? Die Zwangsjacke für die Kamera. Die brauche ich nämlich. Zwangsjacke ist drin. Drum. So. Wir haben einen neuen Freund bei eBay. Auf alle Fälle. Der möchte eBay Kleinanzeigen, checken wir mal ab. Ob da was passiert ist, da kommt einer. Morgen. Wer kommt denn da? Ein Kunde. Wieso denn bitte? Ist es zu früh? Ja. Na gut, dann schaue ich nochmal später. Und was hast du denn? Jetzt stehst du ja schon da. Du kannst doch hinkommen. Du musst nicht durch die Schamwand sprechen. So. Ich hab. Moin. Grüß dich. Ich habe eine Speiche verloren hinten. Oh. Und die Niete ist in die Felge rein. Die Niete, sagt er. Oder was? Du weißt ja, ne? Fast richtig. NI ist schon richtig. Nippel. Speichennippel. Richtig, genau. Ich bin reingefallen. Jetzt klappert das die ganze Zeit. Ich habe auch so ein bisschen. Ja, wenn du schnell fährst, klappert es ja nicht. Richtig. Mit dem Rennrad. Richtig. Und schnell fahren. Ja, nur beim Schieben halt. Ja. Muss man ja leider doch manchmal. Antriebsseite, wa? Ich habe ein bisschen Angst, dass die andere Seite instabil wird, wenn sie es nicht schon ist, weil ich bin jetzt auch schon 2 Wochen gefahren. Oh. Ja, ich konnte nicht anders. Ich musste einfach fahren. Eigentlich macht man das, ersetzt man das natürlich gleich, weil ja unheimlich, also jeder Speicher hat ja eine gewisse Belastung, die sie aufnehmen muss, das ist schon so berechnet. Naja, sicher, ist mir, also schon gleich konnte ich es nicht vermeiden zu fahren. Oder ich konnte es nicht selber fixen. Konntest du nicht anhalten, die Bremse funktioniert noch nicht. Na gut, okay, dann bist du ausgerollt, hier angekommen, jetzt willst du es machen lassen. Nach 2 Wochen würde ich es gerne fixen lassen. Ja, die Frage, ob ich es hier lassen kann. Ja, lass es da. Ja, super. Stell's irgendwo hin. Und holst heute Abend wieder ab. Ja, wunderbar. Vielleicht, wo man jetzt schon hier ist. Natürlich habe ich die nicht in Schwarz. Ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich egal. Geht. Das war das ja optisch eh nicht so eine Augenweide. Ich bin da schon also abgehärtet. Das ist schon ein bisschen modern, ne? Ein bisschen zu modern. Das kann man wohl sagen. Aber so ist es halt. Deswegen optisch ist das völlig egal. Genau, was noch super wäre, wenn wir auch noch irgendwie die Bremsen einstellen könnten. Also viele oder Icke? Du. Ein Gefühl von Gemeinschaft. Ja, also das würde ich natürlich auch noch gerne dazu nehmen, wenn sich die Zeit noch dazu findet. Ja, komm heute Abend vorbei. Mal. Okay, dann komme ich einfach nach der Arbeit. Weiß nicht, 5, 6 oder sowas. Naja, bin schon nach deiner Arbeit, das ist ja ein Ding. Ich bin jetzt schon hier vor deiner Arbeit, ich bin noch da nach deiner Arbeit. So ist es. Dem ist hart. Genau, dem ist hart, genau, man kann sich das nicht aussuchen. Ja, stell's irgendwo ab. Also, ist ja eh schon voll. Okay, so. Bis 21 Uhr bin ich da. Perfekt. Gut, so, die ganze Scheiße kann ich machen, was ein Lichter, Tacho und so. Kannst du alle dran lassen. Ich brauche nichts davon, bleibt alle dran. Okay. Also, später. Gut, bis später. Ciao. Ich meine, das ist ja Quatsch. Auf dem anderen Account. So, dann haben wir den ersten Auftrag schon drin. Der Flo. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, mich zu erholen. Ist ja unglaublich. Hast du viel Honig genascht? Nee, aber ich habe es ja nicht um 10 vor 8 geschafft. Da habe ich gedacht, naja, er weiß eh, dass ich komme. Kommt da 10 vor 9. Naja, das ist das. Jo. Da schauen wir doch mal. Jetzt los mit seriöser Arbeit. Auf alle Fälle. Wie immer, platter Reifen. Muss sein. Berlin macht Reifen platt. Tommy macht Reifen wieder voll. Also Kaffee. Der erste Schluck am Morgen. Oh, schön. Finde ich gut. Super. Oh, richtig zum Genießen. Fantastisch.
So, Kinderrad Reifenblatt. Das machen wir quasi. Kinderrad Reifenblatt. Jetzt sind ja alle keine richtigen Aufträge, aber Arbeit, genau. In gewisser Weise. Nichts, was uns wirklich vom, wie sagt man, vom Sockel haut, vom Hocker haut. Papa sagt, alles ist kaputt. Schlauch und Mantel. Da will ich nochmal Schlauch und Mantel. Wo ist denn hier alles? Schlauch und Mantel. Schlauch und Mantel. Schlauch und Mantel. Le Mantel. So, dann habe ich gleich schon den ersten Auftrag wieder weg. Drei Stück habe ich heute Morgen schon. Zwei davon sind quasi für, naja, Spendenbasis, wenn man so will. Nicht besonders. Den mache ich umsonst. Der Kollege mir ja hilft, das ist ja Aktion und Reaktion. Der steht gerade oben auf der Leiter und spachtelt mir kurz die Decke da, die Risse an. Ja. Weil ich die Zeit nicht habe, weil ich ja hier im Laden sein muss. So, oh, sein Rad ist kaputt. Na, das ist ein Geben und Nehmen. Einfach ist das. Ich repariere sein Rad. Er repariert mir Risse in der Decke. Also spachtelt die einmal über. Hätte ich ja auch gemacht, aber ich habe die Zeit nicht. Schuster, bleib bei den Leisten. Zack, und drin, und dann schließen wir das Licht auch gleich wieder an, weil das war nicht angeschlossen. Jo, ich pumpe. Und Nummer 1 ist fertig. So schnell kann es gehen, wenn der Tommy einen Schlauch wechseln tut. Machen. Er mag. Fertig? Noch ein Spruch. Nee, ist gut. Drei. Der 24 Zoll. Ein Spruch. Ah, wer kommt da? Mackie? Ah, Mom. Mackie wollte schon wieder seinen Müll hier abladen gerade. Ich bin? Ja. Wie meinst du denn? Na, Mackie. Nein, alle gut. Wie geht's? Ja, gut. Ja, ist ja schönes Wetter heute, wa? Ja. Aha. Oh. Was gibt's Neues? Na, bei mir nischt. Oh. Wenn du mal sagst, so eine Kassettentasche, weißt du, wo du so eine Kassette, so eine Kleere, ja. Für 2 Euro? Ja. Und für 1 Euro, was hast du da gekauft? Da hab ich mal Opa so eine Uhr abgekauft am dritten Platz. Da hat er an der Küche gewohnt. Und war der Kassist und der Kämpel Schnuppe drauf, ja. Ja. Da hat er die Hand aufgelegt und gesagt, ja, da kommt die Typ hier. 1 Euro für eine Küchenuhr, ja. Und
1 Euro für eine Küchenuhr und 2 Euro für Kassetten. Ja, ich dachte, ich hätte 3 Euro ziehen können. Eieiei. Ist er wieder Fettlebe gemacht. Der Wolfgang war sparsam. Gestern, so muss es sein. Ja. Hat einer einfach wild abgestellt. Jetzt kommt Flo sein Rad dran. Ich baue einen neuen Bremszug ein. Ein. Ja, toll. Ein neuer Bremszug. Nein, ja, super. Was hast du denn für einen Plan für heute, Wolfgang? Moment noch gar nicht. Was ist denn das Titelthema bei dir heute? Was? Das Titelthema auf deiner Zeitung heute, was steht denn da? 6 Schnüffel an Berliner Schulen. 6 was? 6 Schnüffelei an Berliner Schulen. Ach, 6 Schnüffelei. Ja, 6. Wieso denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung. Um Gottes Willen, Schulmädchenreport oder ja, was? Sicher, wo, ja, Schulmädchenreport in Berlin. Ist ja unglaublich. Warte, für eine Falle, ich jetzt noch einen Zug. Sehr gut, Mensch. Wei, oh, wei, oh, wei. Sag mal, wir kriegen richtig das schön goldene Herbst, wie aussieht. Oh. Der goldene Herbst. Schön. Wir hatten ja einen regnerischen Sommer, kommt jetzt eben der goldene Herbst. Der Sommer war ja sehr verregnet. Ja, das ist schön. Also hast du mal jetzt 2 Tage heiß gehabt und dann war wieder Unwetter. Ja. Dann war wieder Kakerlacker. Also was ist das? Sechs Schnüffelei an Berliner Schulen. Ich muss mir sofort diese Zeitung holen. Meine Tochter geht ja in der Schule. Wenn ich da so was höre, aber ja. Naja, bis später. Flughafen Dinge weg haben, weil sie ja da, wir haben schon alles geplant, weil sie da diesen Dinger bauen wollen. Schule und alles wirklich. Also, da haben wir verschiedene Sachen, da mussten so viele leerstehende Plätze, wo sie bauen können. Wa? Im Osten. Ja, weiter, wo Flächen sind noch und Wohnungen und alles, die ausbauen können oder alles so. Ja. Naja, jedenfalls, also, hat sich das, ja, alles. Das. Ja, was macht denn unser Taubstuhl? Ich wollte mal gucken, wie der was macht unser Taubstuhl. Der ist krank. Ja, hatten wir. Er schreibt Erkältung. Aber das ist aber schon lange. Oh Mann, ich muss das Lager wechseln. Das geht nicht anders. Ah. Ja, was sehen Sie ein paar Tage nicht jetzt gesehen habe? Also zu wohl, der arme Kerl. Wieso? Oh ja. Und hat Dennis schon mal wieder gemeldet? Ja, der kommt diese Woche jetzt wieder. Ah, jetzt schon, ja? Ja, was heißt denn schon? Oh. Das ist ja schon lange genug weg. Der kommt diese Woche wieder. 3 Wochen war das nicht, aber haben wir 3 Wochen nicht, wa? Super. Das muss ich mal Flo zeigen, das knackt wie Sau. Das Lager hier, da. Ja, das ist nicht schön. Ja, also. Das ist kackerlacker. Kann man nicht machen. Ich hol mal den Flo und werde ihm das mal zeigen. So, also, ein Rad zurück. Retour. Hallo. Hallo. So, der Tommy baut das Tretlager jetzt aus. Ey, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Macht ja ja keinen Sinn. Drum raus damit. Jetzt die Öffnung des Sarkophags. Mal gucken, wie viele Murmeln uns entgegengerollt kommen. Achtung, Feuer, frei, keine, auf der Seite, keine. Boah, aber aussieht Lüte, So, schauen wir mal, wie wir die andere Seite rauskriegen. Das ist viel interessanter.
Hier gibt es nämlich immer Probleme bei diesen Teilen. Hey. 36. Ist denn das jetzt so vorne, wa? Sie. So geht es leichter, fantastisch, so lobe ich mich nicht. Na gut. Jo, jetzt kommt neue Lagerin. So. Erstmal kommt dieser köstliche kalte Kaffee rein. Jetzt also schnell mal einen Reifen zwischendurch. Der Flo ist versorgt und sein Rad. Das war eine Nullrechnung. For free. Schön gefallen. Jetzt Vorderrad. Schlauch. Schlauchwechsel. Mach ich mal schnell. Das ominös knackende Rad ist jetzt wieder hier. Ich vermute das Tretlager. Die vermuten Freilauf. Das ist wahrscheinlich der Freilauf. Deswegen mache ich den. So, machen wir das mal schnell. So, ausgebaut haben wir schon mal.
Gucken wir mal, dass das reicht. Die Achse nicht auseinanderschrauben. Das überträgt sich nämlich immer so. Deswegen könnte man manchmal, wenn es der Fall läuft, eben auch denken, dass es das Träglager ist. Was ist denn das? China. Pershand brennt. Kenn ich nicht. Ich hab jetzt noch ein gebrauchtes da. Dicta brennt hoch China. Schraube ich jetzt auf, dann baue ich es ein. Dann sehen wir mal. Taiwan. Lieder. Cool. Kurz putzen und drin. Jo, hier ist er. Habe ich jetzt neu gefettet. Und jetzt kommt der Ruf. Sieht wieder aus wie neu. Läuft seit dem Fett. Nicht so trocken wie alle anderen. Guck mal. Das war's. Schauen wir mal, ob es klappt. Der Freilaufkörper, der Freilauf war es also nicht. Jetzt habe ich es wieder zurückgebaut. Jetzt geht ganz Tretlager ran. Gucken, ob es da der Fehler liegt. Schau mal, wie schnell ich bin beim Zerlegen von dem Lager. Schau ab. Und so weiter. Kennst du? Ich fange an. Jetzt. Die Gefahren, jetzt irgendeinen Schnitt zu versauen. Von wegen Tretlager ausbauen ist ja so schwierig und so. Mach ich es trotzdem. In voller Geschwindigkeit macht man kein Geheimnis draus. Wenn man weiß, was man macht, dann ist man halt auch schnell. Und wenn es dann auch noch keine Probleme gibt, ist ja fast ein Neurad hier. Ja, also das ist fast, das ist eigentlich ein Neurad. Hier ist ja die Folie so ja noch drauf. Da.
Das ist jetzt so doof. Dann ist man halt auch schnell. So, es ist schon gut. Hallo. Ja, schauen wir mal. Kurbel das schon ab. Aus und guck mal, was für eine Länge das ist. Wie ich gesehen habe ich ja keine Tretlager mehr in passenden Längen. Also nicht mehr die volle Matte. Erst die Seite hier zu lösen. Ach, handfest angezogen und jetzt echt noch für die Lutschpuppe von morgen oder von der Lutschpuppe von morgen angezogen. Eingebaut von. Lächerlich. So, andere Seite, mitkommen. Na, schauen wir mal. Na, das hat ein bisschen länger gedauert, hat er sich ganz schön angestellt. Unter 5 Minuten normalerweise klappt das. Jetzt habe ich 6 Minuten 30 hier. Wow. Ah ja, okay. Gut. 103er Lager. Nehmen wir. 103. Das ist halt unwichtig hier. Das ist ja furchtbar. Mann. So. Mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Jo, festdrehen, festschrauben, fertig. Fertig.
Hinterrad wieder fest. Wen soll ich denn liegen lassen? Ja, wissen nicht. Wen denn? Das Foto gemacht, haben sie nicht. Na wieso, wen soll ich denn liegen lassen? Für ein Jahr. Ich lass keinen liegen. Dann bist du für ein Jahr schön im Knast. Bin ich schön im Knast für ein Jahr? Ja. Weil ich ihn liegen gelassen habe. Ich will Urlaub auf Staatskosten machen. Ich lass ja keinen liegen, Brühl. Wen soll ich denn liegen lassen? Na, wenn einer hier auf der Straße. Na, wenn besoffener auf der Straße liegt, lass ich ihn liegen. Das stimmt. Dann musst du zumindest die Feuerwehr rufen. Ach, die nehmen ja auch nicht mehr mit. Doch. Nein. Wieso? Ja, die nehmen auch keinen mehr mit. Besoffener müssen wir mitnehmen. Nee, die wollen ja gar nicht mitgenommen werden. Wenn du die wach machst, dann lass mich in Ruhe, lass mich liegen. So ist das ja immer. Oh. Wenn Bobbel kommt, muss man immer mal kurz Pause machen. Das ist mir sonst zu viel. Zum letzten Rad auf der Warteliste. Was ist denn? Licht oder was? Jo, Speicher raus. Speicher raus, die Speiche steckt drin. Natürlich eiert es auch total, ist ja damit schon gefahren, eine Woche, zwei Wochen. Da konnte ich es nicht lassen zu fahren. Das ist eigentlich jetzt halt. Jetzt muss ich erstmal gucken, erstmal ausbauen, Speicher raus, dann schauen wir weiter. Tommy muss jetzt Finger machen. Gemacht. Eins, zwei. Drei. Vier. Vier Stück. Finger gemacht. Ah, jetzt. Jo. Und ab jetzt läuft es ein bisschen schneller. Viel Spaß. Jetzt machen wir erstmal Pause und ich muss mal auf Toilette. Boah. Und was essen. Jetzt. Bis gleich. Liebe Leute, letzte Aufgabe für heute ist jetzt das grüne Rad zu beenden. Reifen wir jetzt schon drauf. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Ich habe gerade gesehen, Drehtage ist ja total. Ist ja unten total locker. Hier. Ist auch total rausgedreht. Nicht mehr fest. Schraube ich mal schnell fest.
man ja ja nicht. Müsste noch was sagen, Mensch. So, jetzt biegen wir noch hier drüben ein bisschen rum, damit es nicht ganz so schleift. Und dann genug gebogen. Das war's für heute, würde ich mal sagen. 8.44 Uhr. Eine schöne Zeit. Nicht viel passiert. Ein ganz kleiner Querschnitt heute, aber so ist das nun mal. Ein bisschen Zeitraffer haben wir mit drin, weil die Aufträge auch nicht besonders spannend waren. Nicht besonders spannend passiert. Gekauft habe ich heute Porsche-Sitze von einem 944er Porsche. Ein Album von der Gewerbeschau 1896 in Berlin, Treptow. Und ja, habe ich mich gefreut über die Dinger. So, das war's. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.